Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Final Fantasy 12 The Zodiac Age. Und ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, hier oben komme ich zu noch zu etwas. Da ist auf jeden Fall noch einen von den Freunden. So. Aber es gibt hier auch noch... Autsch. Scheiße. Das hatte ich ja ganz vergessen, dass die das auch noch machen. Ja. Ja, warte mal. Hier ist erstmal an sich noch eine Verkündigung. Pfadfinder, der du dem keuchenden Grün das Leben auch hauchtest, ist die heiße Flamme hier, Flamme ihrer Leben erloschen, wären sie doch als Stein für immer und ewig. Das weiß ich doch schon. Ich muss gerade mal gucken, weil es gibt hier auch noch etwas, was ich machen muss. Aber ich glaube, da habe ich schon einen verpasst. Da muss ich, glaube ich, noch mal kurz zurück, bevor ich dann weitergehe. Ein Stück ein Block Marmor. Cool. Ein Drachenhelm. Eine Drachenhelm. Finde ich ja nett. Erdhut wäre was eher für die, aber ist schlechter. Drachenhelm. Schwere Rüstung 10. Schwere Rüstung 10. Sorry, aber ich muss mal kurz gucken. Dann, ich brauche noch ein bisschen. So, warte mal. Ich glaube, ich habe nämlich etwas verplant. Und zwar glaube ich, reichen würde das schon mal. Aber ich glaube, ich muss noch mal kurz zurück. Ich will euch ja so viel, wie gesagt, so viel wie möglich zeigen. Und dazu gehören leider auch kleine Features, die man eigentlich nur entdeckt, wenn man sie entweder nachliest oder mal selbst entdeckt. Weil so richtig darauf hingewiesen wird man da nämlich nicht. Das ist zwar schade, aber fördert auch ein bisschen diesen Entdeckergeist. So. Und ich meine mal ein bisschen Zusatz-XP wird ja auch nicht schaden, ne? Oh, ja, okay. Redas ist Level 45 geworden. Und zwar muss ich, glaube, erstmal kurz hier rüber. Wieder. Dann da in diese Sackgasse, glaube ich, rein, um zu gucken, wenn ich jetzt richtig liege, natürlich, ne? Nur wenn ich richtig liege. Weil, da müsste noch was sein. Ich habe mich nämlich gerade dran, offscreen mal dran erinnert. Hey, warte mal, hier gab's doch noch was. Und zwar genau das da. Eine Narrenwand. Etwas scheint an dieser Wand merkwürdig. Angreifen! Vom. Und hier gibt es nämlich momentan schon mal einen Schatz. Aber hier kann man später, wenn der Fahrstuhl funktioniert, den Fahrstuhl benutzen. Beziehungsweise auf bestimmten Ebenen gibt es halt
ja, die Möglichkeit, diesen Fahrstuhl da zu nutzen und dementsprechend das alles hier auf bestimmte Ebenen zurückzugehen auch. Weil meines Wissens nach muss man später nochmal hier rein, um sozusagen in den Keller zu fahren, um dort nochmal einen Mob zu jagen. So. Trump. Also wenn wir solche Mauern sehen, müssen wir darauf achten, ob das eine Narrenwand ist. Weil wir uns werden hier noch mehr von diesen nahen Wänden über den Weg laufen. So. Hier nicht. Hier ist erstmal ein Schatz. Oh, Phönixfeder nehme ich gerne. Phönixfeder nehme ich gerne. Die nehme ich natürlich sehr, sehr gerne. Und wir sind Ebene 17. Hey, wir kommen langsam aber sicher den ganzen Kram näher. Weil die Schattenperlen, die wir ja unten gesammelt haben, sind ja dementsprechend zum Entsiegeln gewesen. Und Gott sei Dank haben wir noch ordentlich welche gesammelt. Beziehungsweise man braucht die später, glaube ich, wenn man im Keller geht. Also in die unteren Ebenen. Unterhalb Ebene 1. Nochmal. Ich habe mal, kleiner Fun Fact, ich habe mal versucht, ist leider nichts draus geworden, aber ich habe mal versucht, in Minecraft hier das ein bisschen nachzubauen hier. Leider habe ich die Map auch nicht mehr, aber so dieser, so ein Turm, so ein Dungeon-Turm, das ist, nachzubauen ist auch nicht einfach. Gerade wenn man dementsprechend wirklich, ich sag mal, jeden einzelnen kleinsten Winkel nachgucken muss. So, genau, mach mal hier ein bisschen Gegenheim. Bling. Da steht nebenbei noch einer. Ist das hier einer? Nee. Ja, man muss auch immer aufpassen. Weil die sehen ja fast genauso aus, sage ich jetzt mal. Oh! Bald hier und Warn! Ja, dann muss ich mal gucken. Basch auf jeden Fall. Und Fran. Dann muss ich aber bei Ran, sicherheitshalber den mal raus und den mal raus anlegen. Oroake-Reif und normalen Reif. So. Einfach weil der Reif zeigt halt dementsprechend ja Fallen an und ich habe keinen Bock jetzt in irgendeine Falle zu rennen. Verkündigung. Ungestümer Visionär. Der Torheit sei dir verziehen, wenn du einzig deinen Augen traust. Geblendet wird deine Seele von dem von dir Erblickten sein. Höre auf dein Herz und lasse Vorsicht walten. Findest du nicht den wahren Weg, so wirst du nie das Gespinst zum Gespinst gelingen, dass dieser Welt eine zweite Sonne ist. Ja, das sind so kleine Rätselphrasen. So, jetzt habe ich es. Rätselphrasen. Hier zum Beispiel. Hier ist die hier oben. Die rechte. Die ist zum Beispiel eine.
Ich weiß jetzt auch, woran man es nochmal erkannt hat. Ihr seht auf der Minimap, in diesem Raum, wo wir gerade sind, am oberen Ende ist so ein kleines Stück, so ein kaum zu erkennendes kleines Stück. Hier, wo jetzt sozusagen, warte, wo jetzt die Spitze des Pfeils ist sozusagen. Da ist so ein kleines Stück eingeknickt, sage ich jetzt mal, so eingehauen. Und das symbolisiert, dass das die Narren, eine Narrenwand ist. Zack. Und wir bekommen eine X-Potion. Tada. Und ich glaube, hier in einer Narrenwand eine Narrenwand zu finden, ist, glaube ich, nicht der Fall. Nee. Aber... Ach da. Ich wollte gerade sagen, warum... zeigt er mir denn an, dass hier noch was ist. Apropos, müssen wir mal kurz gucken. Das Dämonenschild absorbiert Schattenschaden und ist eindeutig besser bezüglich der, ich sag mal, bezüglich der Austeilung an Schaden. Warte mal. Kann er das schon? Ja, er kann das. Dann machen wir es bei ihm. Geben wir ihm den Helm. Später können wir, glaube ich, den sogar kaufen. Irgendwo. Ach, warte mal. Hier habe ich nichts. Nein, nee. Einfach, dass die Verteidigung ein bisschen besser ist. So. Wo muss ich hin? Hier lang. Na ja. Genau. So, Ebene 20, beziehungsweise 21. So, zack, zack. Oh, schön. Das heißt, wenn Necrom ist, heilt es bei ihm. Das ist natürlich schön. Ja, die haben auch so ein, wie die Bomber, so ein Explodieren. Attacke, wenn sie sozusagen den letzten Ausweg suchen wollen. Hier ist wieder eine Narrenwand. Seht ihr? Am unteren Ende? Da steckt noch ein Stückchen in der Mitte raus, statt dass das glatt überläuft. Also hier ist, wäre noch eine Narrenwand. Zack. Tada. Hierdurch kommen wir natürlich ebenfalls wie hier einfach mal nach oben. Also manchmal ist es natürlich schön, dass hier auch noch Dings sind, ne? Truhen sind, aber manchmal ist es einfach nur ein Weg nach oben. Also höher, sagen wir es mal so. Hier sind auch noch mal drei, die wir schnell mal besiegen müssen. Na, vielleicht greift ja der Effekt des Schwerts. Weil das Schwert von Basch hat ja den Effekt mit dem Kampfunfähigkeit. Das ist ja immer ganz witzig. Ash kämpft ja mit ihrem Paktschwert, sage ich jetzt mal. So. Zack. Bing. Wusch. Und schon ist es eine ganze Brücke. So, hier ist keine Narrenwand. Denn jetzt los? Verfehl ja andauernd. Alter, erstmal eine fette 5er-Kombo. Läuft, Reders, läuft.
So, hier ist kein Gegner. Und auch keine Truhe. Hier ist ebenfalls keine Gegner und keine Truhe. Und wir kommen zur Ebene 28, Entschuldigung. Beziehungsweise Ebene 29 sogar. Wir kommen gut voran. Wir sind schon fast auf Ebene 30 und das muss schon was heißen. Und ich glaube, wenn ich richtig liege, das, wo wir jetzt sind, müsste, glaube ich, unten auch noch einen Weg bereiten, oder? Ich glaube, das müsste auch unten noch einen Weg bereiten. Oder es bereitet nur hier oben einen Weg. Muss ich mal gucken. Gleich, nachdem ich die zwei besiegt habe, mal kurz zurückrennen. Weil ich glaube, unten hat er an sich jetzt auch einen Weg bereitet. Ich renne mal kurz zurück. Jetzt sorry, aber ne? Ich will euch ja so viel, wie es nur möglich ist, zeigen. Und dazu gehört halt... Nee, schade. Dachte. Aber anscheinend ja nicht. Okay. Dann halt nicht. Dann muss ich mal gucken, wo er uns da den Weg bereitet hat, diese zwei Typen. So. Erstmal gehe ich, glaube ich, unten lang, dann oben lang, weil da oben ist wieder eine Narrenwand nebenbei, die zum Fahrstuhl führt. Wobei, nee, ich gehe erst oben lang, dann unten lang und dann geradeaus. Das ist doch mal ein Plan. Die Viecher sehen auch ganz merkwürdig aus nebenbei. Mal ganz offen und ehrlich gesagt. So. Hier oben ist nämlich auch wieder eine Narrenwand. Die ist allerdings ziemlich auffällig. Dass man hier nicht weiterkommt. Ne? Das ist ja ziemlich auffällig. So. Ziemlich viel Geld. Und hier könnte man dementsprechend zu dieser Ebene zurückkehren, wenn man denn möchte. Und da ist irgendwo wieder so ein Flugdrache da, sage ich ja. So, hier altes Portal, genau, weil hier kommt ja, ist auch noch mal einer von denen. Ja, mach ruhig, Nikra, das heilt Basch. Die anderen, die werden von Ash ja gut geheilt. So, Verkündigung. Und Besucher ohne Schwingen, der du dazu verdammt bist, auf Erden zu wandeln, mit doppelten Gesichtern warten sie auf und sind gespalten in ihrem Sein. Erlöschen die roten Flammen. Ebnet Stein einen neuen Weg. Doch der Weg der grünen Flammen wird so verschlungen. Okay, das ist jetzt so ein kleiner Hinweis. Das heißt, wenn ich jetzt die grünen platt mache, die mit den grünen Flammen hier, diese platt mache, dann öffnet sich ja ein neuer Weg. Und ich glaube, das ist sogar der letzte, den ich brauche, um unten weiterzukommen. Weil sonst komme ich ja auch gar nicht weiter. So. Aber wenn ich jetzt dementsprechend sagen wir mal nur einen mit roter Flamme. Nee, stimmt, hier geht's noch weiter. Naja. Genau. Da sind auch die Dings. Da, einen von diesen Noten mit den roten mache, öffnet sich zwar auch wieder ein neuer Weg. Problem ist, dafür verschwindet allerdings der mit dem Dings, mit dem grünen Weg. Weißt du? Deswegen gehe ich jetzt erstmal nur den bezüglich des grünen Weges. Redas,
auch dann kommt hier rüber und den so. Weil der mit dem roten Weg ist zwar schön und gut, allerdings brauche ich ja den grünen Weg, ne? Um weiterzukommen. Jetzt schnell mal hier rüber. Und einfach mal kurz hier. So. Wir heilen erstmal. Nehmen. So. Kannst du das auch? Ja, ne? Ja, du kannst auch. Dann heilst du dich nämlich auch selbst mal kurz von Leben. So, jetzt mache ich mal Pause und beende hiermit die Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht, hier bei Final Fantasy 12 The Zodiac Age im Richtfeuer. Also, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.